Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich bin Anja und ich nehme dich heute mit und wir spachteln ein bisschen. Also wir spachteln mit Strukturpaste. Und ich möchte das im Rahmen des Insta-Hops der Stempelbuddies machen, denn diesen Monat haben wir das Thema Monochrom. Und weil ich mich nicht für eine Farbe entscheiden konnte, dachte ich, na gut, dann mache ich eben weiß und mache etwas, was ich schon lange machen wollte, nämlich Strukturkunst auf einer Karte. Und wenn du auch Lust dazu hast und sehen willst, wie das funktioniert und ein paar Tipps haben möchtest, dann bleib dran, los geht's. Was ich benutze, siehst du hier und ich packe sie natürlich auch wieder in die Infobox. Ich werde ein bisschen mit dem Season of Chic arbeiten. Das gibt es auch auf Deutsch. Das heißt anders. Ich schreibe es unten in die Infobox. Und mit dem schönen Leinenpapier. Das hat nämlich ja eine super tolle Struktur und bringt dann einfach nochmal diesen Gemälde-Flair auf die Karte. Wichtig, schnappt euch ein bisschen Schmierpapier unten runter. Und wenn ihr mit der Strukturpaste arbeiten könnt, müsst ihr die nicht weiß verwenden, die kann man auch einfärben. Wenn ihr Lust habt auf mehr Videos zum Thema Strukturpaste und was man damit so machen kann, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare, dann drehe ich auch mal einen Teil 2 oder so. Wenn ihr mit der Strukturpaste arbeitet, dann könnt ihr natürlich eine Schablone nehmen oder euch selber eine Schablone machen, je nachdem. Ihr könnt aber auch ohne Schablone arbeiten und ich habe das hier ein bisschen vorbereitet, damit ich euch was zeigen kann. Ihr könnt zum Beispiel die Strukturpaste einfach auf den Acrylblock packen und die Strukturpaste einfach auf eure Karte abstempeln. Dann kriegt ihr diese wunderbaren, ja, organischen Strukturen. Ihr könnt die Strukturpaste auch ganz dünn aufstreichen und mit dem Ende von einem Pinsel oder mit einem kleinen Embossing-Stift Muster reinziehen. Ihr könnt auch sowas wie Luftpolsterfolie in die Strukturpaste pressen oder die Netze, die manchmal um Obst und Gemüse drum sind, die machen auch wundervolle Muster. Und da ich aber nicht die ganze Fläche vollspachteln möchte, nehme ich mir ein bisschen Washi-Tape und mache mir einen Rahmen. Den mache ich auch einfach genauso breit, wie mein Washi-Tape ist. Ich hoffe, das Washi-Tape spiegelt es nicht allzu sehr in der Kamera. War jetzt natürlich eine clevere Idee, das mit den Goldflocken zu nehmen. Nichtsdestotrotz, meine Rechtecke hatte ich übrigens schon vorher zugeschnitten. Das Papier kommt sonst in 12x12 Inch-Bögen. Ihr könnt auch erst arbeiten und dann zuschneiden. Wichtig, ihr solltet nicht durch die Strukturpaste schneiden. Dann kann die so ein bisschen bröckeln. So, und jetzt kann ich auch mit meinem Spachtel ein Muster drauflegen. Ich kann das natürlich einfach glatt verstreichen. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ihr könnt aber auch mit der Spitze eures Spachtels mal so kleine, wie so eine Blätterstruktur einpressen. Das ist ein bisschen dick. Indem ihr einfach mit der Spitze immer so ein bisschen nach unten zieht. Vielleicht kennt der eine oder andere das vom Kuchenbacken. Oder ihr könnt, ne, und dann kriegt ihr so eine Blätterstruktur. Da könnt ihr natürlich auch Blüten draus machen, wenn ihr das einmal im Kreis rumdreht. Und dann habt ihr so kleine Blüten. Ich möchte aber relativ raue Struktur erzeugen. So, mache ich hier einmal die Fläche voll und dann gehe ich mit meinem Spachtel einfach nur in tupfenden Bewegungen hier drüber. Und jetzt kann ich hier immer noch Muster reinmachen, ja? Ich kann hier überall, wo es mir nicht genug ist, kann ich noch mal drauf gehen. Ich kann auch die Paste dicker machen. So, und bevor alles trocknet, mache ich hier einmal mein Washi-Tape ab. Und das lege ich jetzt einmal zur Seite zum Trocknen.
kann mir schon mein zweites schnappen. Nehme ich das gleiche Washi-Tape nochmal. Und wenn ihr mit der Strukturpaste arbeitet, dann legt euch ein feuchtes Tuch nebendran, damit ihr euren Spachtel immer wieder zwischendurch sauber machen könnt, weil die relativ schnell trocknet, wenn die dünn aufgetragen ist. Und dann müsst ihr sonst nachher euren Spachtel trocken, kratzen, sauber kratzen. So, ich habe mein zweites Quadrat auch festgeklebt. Und kann jetzt hier wieder eine dünne Schicht auftragen. Und die kann ich eben so strukturieren, wie ich das möchte. Ich kann der Reliefen geben, ich kann die aber auch sehr glatt auftragen. Ja, wenn ihr sehr glatte Strukturen machen wollt, dann nehmt euch einen großen Spachtel, das ist einfach umso leichter. Ja, weil dann zieht ihr einmal drüber und dann seid ihr sozusagen schon fast fertig. So, ich möchte so ein bisschen Struktur drin haben. Und ihr könnt natürlich auch interessantere Sachen nehmen, zum Beispiel einen Kamm, um so Streifenmuster reinzulegen. Jetzt muss ich mein Papier gut festhalten. Und auch das packe ich wieder zur Seite zum Trocknen. Und falls ihr mal so eine Ecke habt, wo es dann doch übergelaufen ist oder runtergelaufen ist, nochmal ein bisschen abkratzen. Ist aber nicht schlimm. Sehr cool, hat so ein bisschen Regenbogeneffekt. Ein Paper habe ich noch, das machen wir auch noch. Das hat sich ja auch gelohnt an das Washi-Tape. Auf zur Struktur Nummer 3. Auch hier mache ich wieder mit dem Spachtel einfach eine dünne Schicht. Es wieder in die Dose. Und dann nehme ich mir einen alten Borstenpinsel. Und kann auch mit dem coole Strukturen hier rein wischen. Und auch wichtig, das sollte natürlich nicht euer Lieblingspinsel sein. Auch der darf jetzt trocknen. Ich mache mal Pinsel, Spachtel und Kamm richtig sauber, trinke einen Kaffee, lass ihr trocknen und für euch gibt es einen kleinen Schnitt und dann machen wir die Karten fertig. Dann werde ich noch meinen Spruch stempeln. Ich habe mir hier das Thanks ausgesucht und einmal Versamark und silbernes Embossingpulver und werde auf schwarzen Farbkarton stempeln. Gehe ich einmal mit dem Embossing Buddy drüber. Das stempel ich mehrfach. Knapp, aber man sollte seine Reste nie unterschätzen. Ich habe meine kleinen Sprüche ausgeschnitten. Ihr könnt sehen, ich habe hier noch ein paar von den Muscheln ausgestanzt. Die sind ja aus dem Stanzenset, das heißt Jahreszeitenmix. Das gehört zum Stempelset dazu. Ich habe hier den schimmernden weißen Karton genommen. Ich glaube, das sieht man immer über die Kamera nicht. Aber der funkelt so ein ganz kleines bisschen. Und ich dachte, der ist auch so ein bisschen off-white, also nicht so ganz weiß-weiß-weiß. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So wie die Struktur passte. Und ich dachte, das passt da sehr schön dazu. Meine Hintergründe sind trocken und ich will den jetzt aber natürlich noch ein bisschen, ja, was Besonderes dazugeben. Ich nehme mir noch mal ein bisschen Washi-Tape und fixiere das hier ein bisschen auf dem Papier.
Ihr könnt jetzt natürlich euer Versamark-Kissen nehmen und ganz vorsichtig hier ein bisschen drauf tupfen. Am besten mit einer Kante. Ihr könnt auch den Reinker fürs Versamark-Kissen nehmen und vorsichtig mit einem Pinsel auftupfen. Ich habe aber von Versamark auch noch den Stift. Und damit werde ich jetzt einfach hier ganz vorsichtig ein bisschen in diese, ja, es sieht so ein bisschen aus wie ein Regenbogen, ne? Und dann mache ich auch ein bisschen von dem silbernen Embossing-Pulver drauf. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass das nicht so in den Rillen hängen bleibt. Und natürlich auch einmal föhnen. So, und wenn alles fertig ist, brauchen wir nur noch zusammensetzen. Hinter dem Leinenpapier, da ist schon Kleb drauf. Da müsst ihr gucken, je nachdem, wie stark der Kleber jetzt mit eurer Strukturpaste vielleicht ein bisschen aufgeweicht ist oder durchs Erhitzen vom Embossen ein bisschen nachgelassen hat, könnt ihr auch nochmal Kleber einfach in den Hintergrund machen. Und dann kommt hier noch mein kleines Links drauf und meine kleine Muschel. Und so werde ich die jetzt auf meine kleinen vorgeschnittenen Kärtchen packen. Ihr könnt sehen, ich habe meine Kärtchen zusammengeklebt und fertig gestartet und habe mich in der Zeit gegen das Silberemboster auf dem schwarzen Farbkarton entschieden, einfach weil ich den Kontrast doch ein bisschen harsch finde und der nimmt einfach von dieser, ja, von dem Blick auf das Kunstwerk dahinter weg. Deswegen, zack, kommt in ein anderes Projekt, wird was anderes Schönes draus. Hier habe ich noch ein Beispiel gemacht, wo ich Silber auf schimmernden weißen Cardstock embossed habe. Das finde ich, das ist ganz schick, schön zurückhaltend und das Auge darf sich eben hier auf diesem kleinen Kunstwerk festhalten, auf den Strukturen, auf dem Embossen und alles, was damit zu tun hat, die tolle Leinenoptik. Und wie gesagt, im Inneren habe ich die Muschel gestempelt. Auch wenn sie jetzt vorne gar nicht auftaucht, finde ich es trotzdem einen ganz schönen Effekt. Das wäre jetzt einfach für mich ein bisschen zu viel gewesen. Obwohl ich die Idee am Anfang sehr schön fand. Nichtsdestotrotz, auch ohne Spruch, und den könnte man ja auch in die Mitte stempeln, also in die Karte rein, finde ich die richtig toll. Die haben eine tolle Struktur, die machen richtig was her fürs Auge und sind einfach mal was ganz anderes, was ganz Besonderes. Wenn du noch mehr Lust hast auf Strukturpaste, dann schau doch auch gerne in dieses Video rein. Und wenn du gerne sehen möchtest, was man mit Strukturpaste noch so machen kann, dann schreib das auch gerne in die Kommentare, dann machen wir noch einen weiteren Teil. Ich wünsche dir viel Spaß beim Arbeiten mit der Paste und hoffe, du lässt einen Daumen da, ein Abo, dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Tschüssi!